Mein Lieben, wunderschönen Dienstagmorgen. Wir schauen mal, bevor wir in die Charts gehen, in eine Übersicht. Und zwar bin ich hier auf cryptonews.com und wir sehen letztendlich eine kleine Statistik, die die Zu- bzw. Abflüsse von den Assets, die hier zum Beispiel dann die verschiedenen Kryptowährungen darstellen, was hier so passiert ist. Und wir haben eine verschiedene Übersicht. Wir haben hier einige Coins, die letztendlich im Vergleich stehen, und zwar für den wöchentlichen Fluss, also den Kapitalfluss. Dann haben wir Month-to-Date, also vom Monatsanfang bis heute, Year-to-Date, vom Jahresanfang bis heute, und Assets under Management, wie viele Assets gerade letztendlich noch so gesehen im Open Interest sind, also wie viele gerade gehandelt werden. Und wir sehen oder beziehungsweise können aus dieser Grafik herausfiltern, dass letztendlich dieser Dip sehr, sehr häufig dazu genutzt wurde, um letztendlich aufzustocken. Das heißt, gerade Großinvestoren und Whales haben hier diese Gelegenheit genutzt, um kräftig nachzukaufen. Und zwar hat sich das sogar geografisch so ein bisschen aufgeteilt. Die Nordamerikaner haben letztendlich einen sehr, sehr großen Zufluss bewirkt. Hier 312 Millionen US-Dollar. Wir sehen aber, dass der Outflow zum Beispiel von europäischen Investoren kam. Das heißt für uns also, dass wir hier letztendlich feststellen, dass tatsächlich die Europäer so ein bisschen das Flattern bekommen haben, wohingegen die Nordamerikanerinnen und Nordamerikaner hier das Ganze genutzt haben, aufzustocken. Was wir aber auch sehen ist, dass die Flüsse quasi aus Ethereum etwas rausgegangen sind. Das heißt, wobei Bitcoin aufgekauft wurde, hat Ethereum ordentlich erstmal einen Kapitalfluss verlassen. Entsprechend hier ein deutliches Minus. Auch Solana hat darunter gelitten, Polkadot etwas kleiner, aber wir sehen vor allem, Bitcoin konnte ordentlich zulegen. Was natürlich für den Gesamtmarkt und die Gesamtstimmung eigentlich gerade ein relativ positives Zeichen ist, auch wenn gerade im Hintergrund einiges, vor allem Richtung Stablecoins, vor allem für PEC, was einfach gerade ein sehr, sehr schwieriges Marktumfeld ist, weil einfach gerade gefühlt sehr, sehr viele negative News kommen. Aber auch da, das müssen wir mal ganz klar sagen, selbst wenn negative News kommen, und die kommen aktuell eigentlich so ziemlich reihenweise, weil der Markt halt einfach verunsichert ist, Bitcoin hält sich stabil. Und das ist ein positives Zeichen. Das heißt also, in einem schwierigen Marktumfeld positiv zu bleiben oder stabil zu bleiben, ist ein positives Zeichen. Wir gehen jetzt mal in den Chart. Schauen uns an, was der Markt so in den letzten Stunden gemacht hat. Wir haben hier diese Retailer-Support-Linie eingezeichnet, haben die doppelte Rejection bekommen und konnten uns langsam aber sicher nach oben bewegen. Ein spannender Bereich ist sicherlich der Bereich, wo wir vorher bereits unseren Turnaround einmal gezeigt haben. Denn als wir drüber waren, haben wir Folgendes gemacht. Wir haben uns Liquidität von da oben geholt und sind nach unten gerutscht. Wir sehen letztendlich, dass hier oben kein deutliches Strukturinteresse war. Warum ist das so? Wir sehen, das Volumen hier in dem Bereich war utopisch klein. Also wir sind aus der gesamten Bewegung eigentlich in diese Volumeneliminierungsphase gekommen, was eigentlich dazu führt, dass der nächste Impuls nicht mehr allzu lange auf sich warten sollte und tatsächlich ein Indikator dafür ist oder eine Indikation, ich will nicht das Wort Indikator nennen, sondern eine Indikation dafür ist, dass wir tatsächlich jetzt bald den nächsten Push erwarten. Die Frage ist, geht es nach oben oder geht es nach unten? Und dafür müssen wir mal etwas genauer ins Volumenprofil gehen und sehen, dass diese Kerze hier im gesamten Bereich der Bewegung so ziemlich das größte Volumen abgebildet hat. Klar, das ist kein unglaublich großes Volumen, aber wir sehen für die gesamte Bewegung, die sich hier gezeigt hat, quasi so eine Spitze nach unten, hat sich genau hier dann andersherum die Spitze nach oben bewegt. Was bedeutet das? Hier sind gerade noch sehr, sehr viele Retailer sehr wahrscheinlich long unterwegs, weil sie einen Dip gekauft haben, weil sie jetzt hier diese Möglichkeiten genutzt haben, bestätigtes Tief zu kaufen. Und das bedeutet, die Stops liegen sehr wahrscheinlich unterhalb dieses Tiefs. Entsprechend sehen wir, dass Retailmarkt gerade noch sehr, sehr viel Recht bekommt, was halt einfach für sich spricht, dass wir möglicherweise irgendwo hier oben Liquidität sammeln und dadurch quasi so einen Move faken oder halt sagen, der Markt wird sich möglicherweise da oben nochmal mit neuer Liquidität ausstatten, bevor wir dann mit sehr großer Wahrscheinlichkeit nochmal Richtung 29k dippen. Und da ist die Frage, wie stark können wir uns stabilisieren, denn im Gesamtkontext sehen wir, diese sehr, sehr bearische Kerze hat gezeigt, da kam ordentlich Volumen rein. Wir haben gestern im Video sehr ausführlich darüber gesprochen, warum der Markt sich sehr, sehr gerne diese Liquidität holt. Punkt 1, ganz klar, wenn hier unten günstiger gekauft werden kann, weil hier unten Verkaufsorder von Retailern liegen, nämlich die Stop-Loss, dann wird das natürlich mit Kusshand genutzt. Aber auch eine Bank oder eine Institution kann nicht sagen, ich mache so und so und ich bestimme jetzt einfach mal den Markt, weil, und das ist das, was
ein Ammenmärchen ist, das ist einfach dieser Bullshit in dieser Szene. Der Forex-Markt ist ein dezentraler Markt. Also das ist kein Bullshit, sondern das ist letztendlich die echte Information. Der Bullshit ist, dass gesagt wird, die Märkte werden manipuliert und werden so und so und so gemacht. Das heißt also, dass selbst die Broker und Institutionen nicht wissen, was genau am Markt passiert. Das heißt auch das Volumenprofil, was wir hier sehen, das ist quasi eine eigens kreierte Volumeninformation, die aufgrund der Tickbewegungen, also aufgrund der Umverteilung pro Transaktion, die ein Tick zum Beispiel Bewegung verursacht, weil natürlich Angebot und Nachfrage den Preis letztendlich dann auch bestimmt. Und daraus wird letztendlich das Volumen gemessen oder zumindest künstlich berechnet, was versucht, der eigentlichen Bewegung sehr, sehr nahe zu kommen. Aber das tatsächliche Volumen kennt niemand, weil der echte Devisenmarkt eben ein dezentraler Markt ist. Was aber letztendlich kein dezentraler Markt ist, ist zum Beispiel CFD auf solche Produkte. Was bedeutet, dass die Banken intern laufen? Die können natürlich mit Volumen letztendlich auch bestimmt werden, weil die intern beim Broker stattfinden. Heißt also für uns, dass wir sehr wahrscheinlich hier drunter jetzt Stops liegen haben. Und das sind die Zonen, die natürlich die Institutionen und Banken auch sehen. Das bedeutet nicht, dass sie sagen können, der Markt fällt automatisch, aber das bedeutet, dass die Liquidität, die in den Markt möglicherweise kommen kann, dann dazu genutzt wird, um zum Beispiel bessere Cluster zu finden. Und das sind einfach spezielle Bereiche, aber vor allem hier unten der Bereich, den wir auch auf Tageskerz gesehen haben, dass da sehr, 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 sehr viel Gebild, also Volumen sehr wahrscheinlich liegt. Und wir sehen es zum Beispiel auch hier, dass der Markt klar mit einer Erholung rechnen kann. Vor allem auch wegen dieses starken Abverkaufes. Wir haben es auch hier gesehen. Aber die Wahrscheinlichkeit, dass wir nach unten dippen und dann sogar in der Makrostruktur nochmal drunter gehen, die ist relativ groß. Das heißt, wenn wir jetzt einfach mal so uns die Welt malen wollen, wie sie uns gefällt, ist natürlich doof, aber wenn wir das Ganze mal weiterspielen, dann kann das Ding auch einfach so aussehen. Und dann würden wir uns möglicherweise noch das tiefere Tief holen. Das heißt also, kurzfristig gesehen ergeben sich natürlich Chancen in beide Richtungen. Klar, immer tolle Aussage, Dominik, die ergeben sich immer. Aber kurzfristig gesehen, was ich damit meine ist, sind Long-Ideen natürlich auch irgendwo tragbar. Was wir aber definitiv beachten sollten ist, wir haben einmal Liquidität abgegrast, das zweite Mal Liquidität abgegrast, beim dritten Mal könnte es eng werden. Wir haben jetzt hier noch diese Imbalance, die der Markt möglicherweise gebildet hat. Das bedeutet, wenn wir hier oben nochmal auf die 30.838 gehen circa und der Markt hier seine Wende zeigt, dann haben wir nochmal die Ineffizienz nach oben hin geschlossen, was nochmal einen deutlich beschleunigten Abwärtsimpuls mit sich bringen kann. Bricht so eine dynamische Unterstützung, bewegen wir uns in Liquiditätscluster 1. 28,8, das nächste Liquiditätsklasse liegt bei 28,4 und das nächste ganz große dann erst unten bei 24,25k. Deswegen diese sehr, sehr große Prognose, das Ding kann sich auf 25 noch bewegen. Und dass das hier ein bisschen mehr ist als nur, okay, wir könnten und wir schauen und wir sagen mal irgendwas, sondern dass das hier tatsächlich am Chart belegt werden kann, beziehungsweise eine begründete Prognose mit sich bringt. Ich denke, das ist hiermit jetzt auch selbst erklärend. Wir können uns gerne mal in das Open Interest von Bitcoin anschauen. Warum ist das Open Interest interessant bei Bitcoin? Gut, auf Bitcoin werden letztendlich auch sehr, sehr viele Futures gehandelt. Und für uns ist einfach spannend, wie verhält sich letztendlich die offene Positionsgröße zum Gesamtmarkt. Und wir sehen, das Open Interest geht runter. Hat jetzt einen kleinen Anstieg wieder bekommen. Das zeigt natürlich, dass da der Dip gekauft wurde. Aber vor allem sehen wir das Open Interest. Ja, das bewegt sich gerade eher nach unten und ein schwaches Open Interest spricht in aller Regel dafür, vor allem wenn sich der Markt erholt, dass gerade nicht viele offene Positionen drin sind. Das heißt, das Bestreben, dass der Markt jetzt auch höhere Kurse nimmt, ist relativ gering. So ein hohes Open Interest bildet sich meistens vor einem sehr, sehr starken Move, der eine sehr, sehr starke Liquidierung mit sich bringen kann. Von daher einfach mal ein bisschen aufpassen. Was schon mal gut ist für eine Stabilisierung, die Funding Rates sind nach unten gegangen. Die Funding Rates bewegen sich jetzt wieder in einem sehr, sehr vernünftigen Bereich um die 0% rum. Das passt. Ansonsten ja, das hier ist ein Problem. Das Open Interest relativ klein. Kleines Open Interest, vor allem sehen wir im Verlauf der letzten Monate hat das abgenommen. Was ist im Verlauf der letzten Monate im Chart passiert? Der Markt ist nach unten gewandert. Das heißt also, wir sehen hier ganz klar halt auch den Zusammenhang. Fallendes Open Interest, fallende Kurse gehen sehr häufig Hand in Hand. Ansonsten müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier die Liquidierungen, die sind natürlich in den letzten Tagen ordentlich auch nach oben geschossen. Number of Liquidations hier, dann aber langsam wieder runtergegangen, weil sich der Markt erholt hat. Bitcoin Short Long Ratio, die Mehrzahl ist Long. Sehen wir aber auch hier, gut, da wird halt viel der Dip gekauft.
Und wenn der Dip gekauft wird, und das vor allem halt auch Retailer, die das machen, entsprechend, wenn Retailer da den Dip kaufen, liegt darunter häufig noch Liquidität. Deswegen müssen wir einfach mal ein bisschen schauen, wie sich das Ganze hier weiterentwickelt. Die übergeordnete Prognose, die bleibt weiter relativ bearish. Kurzfristig, klar, haben wir ein bisschen Platz nach oben, vor allem wenn wir hier nochmal vielleicht so eine Trendfortsetzung setzen und sagen, gegebenenfalls kann es sogar nochmal auf die 33K hier oben gehen, um da nochmal Liquidität zu sammeln. Die Wahrscheinlichkeit, dass wir aber nochmals zumindest einmal tiefer gehen, um die Liquidität da unten zu bekommen, die ist aktuell relativ groß. Wir schauen nochmals zu guter Letzt in den DXY, den Dollar Basket. Schauen, wie der performt hat. Der hat gestern eigentlich das gezeigt, was wir mehr oder weniger haben wollten. Der hat sich hier nach unten verabschiedet. Wir haben hier diesen bearischen Schluss gesehen. Und das war das, was wir besprochen haben. Das heißt, da ist der Dollar jetzt zum ersten Mal tatsächlich relativ bearish. Und das könnte Bitcoin eigentlich einen ganz guten Start zumindest in den Tag hier auch gewähren. Soll es von meiner Seite aus gewesen sein. Ich wünsche einen wunderschönen Tag. Viel Erfolg, gute Trades, bleibt diszipliniert und geduldig und bis bald.